Hallo und herzlich willkommen zur Folge 154 von Gothic 1 Dunkle Geheimnisse. Wir haben in der letzten Folge endlich mal die Fokussuche vom Zaun getreten, haben damit begonnen, hätten den Fokus in der Trollschlucht auch beinahe erhalten. Wir haben alles sinngemäß mit Diego erledigt. Nur am Ende war der Fokusstein nicht an seinem gewohnten Platz, denn Dunkle Geheimnisse hat da ein bisschen was abgeändert. Und scheinbar haben die Schmuggler eben jenen Fokusstein. Gehen wir mal mit Gorn in die Klosterruine und schauen, ob wenigstens da alles beim Alten ist. Jo, lass da Zeit. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Ja, das könnte gut sein. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit, ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Ajo, Gorn, ajo. Aber was denkst du, Bu? Du unweich und längst, du is gar nix. Das kannst du vergessen, du bist nix, mein Bu, aber gut, dann lauf halt hin. Ich hab auch gern freien Rücken. Deswegen war ich schon vor 3 Ingame-Wochen hier. Und hab jegliche Populations. Möglichkeit, jeden Hauch von einer Snapper-Population schon längst zerrissen. Aber gut, dann da palto nunna. Naja, haben wir noch ein bisschen joggen mit Gorn, ist auch okay. Also ihr seht, so ein paar Dinge haben wir schon recht früh abgegrast, dann wirkt das Ganze hier so ein bisschen banal, mit denen hier durch die Gegend zu latschen und ja, man erwartet halt nirgends Gegner, weil sie schon längst tot sind, aber egal. Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Andere Geschichte, waren wir hier schon an der Truhe? Ja, okay, waren wir. Ja, das hat halt alles seine Vor- und Nachteile, ne? Spielerisch macht es vor allem in Gothic Sinn, so früh wie möglich alles mitzunehmen, aufzusammeln und umzubringen. Nicht nur aufgrund der Spielmechanik, sondern auch aufgrund der Bug-Anfälligkeit. Der Nachteil daran ist natürlich, dass es einen Hauch von Immersion nimmt, wenn man dann halt mit Charakteren die Hauptquest entlang latscht, so wie jetzt mit Gorn, und läuft sinnlos in die Schlucht hinein und nirgends warten Gegner auf einen. Bei Diego war das natürlich jetzt am schlimmsten in der Trollschlucht. Bei allen anderen ist es allerdings so gut, dass die Geschichte mit dem Grab, da könnte man auch schon alles im Vorfeld aufräumen. Aber das Gute an der Klosterruine und auch an der Bergfestung ist eigentlich, dass die relativ offenkundig so ein bisschen abgekapselt ist. Also die Gegenden werden erst dann recht spät im Spiel vom Spieler erschlossen und es macht dann auch einigermaßen Sinn. Vor allem, wenn man halt gar nicht die Möglichkeit hat oder nur eine erschwerte Möglichkeit, da dann überhaupt hineinzukommen. So, jetzt müssen wir gucken, dass das Schlimmste. Ja, und es ist. Warum hat der die Waffe gezogen? Warte mal, wann habe ich jetzt gespeichert? Sind wir schon runtergelaufen oder sind wir. Er müsste uns hinterherlaufen, ne? Genau. Ja, denn das ist das Allerschwierigste an dieser Quest, mit Gorn hier über den blöden Baumstamm zu balancieren. Wirkt ja schon irgendwo total bescheuert, ja, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man hier gegen irgendwelche Monster kämpfen muss. Und der Babsack da schafft es einfach nicht, über einen Baumstamm zu laufen.
Aber so ist es nun mal. Wir können es nicht ändern. Jetzt müssen wir erstmal hier hinein. Wenn ich die Gegend hier sehe, erinnert mich das direkt wieder da oben an den Teleport, oben drüber. Hoffentlich klappt das mit dem Drachen noch alles. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Man scheint es von außen nicht öffnen zu können. Tja, wie geht's nun weiter? Wie geht es nun weiter? Du musst einen Weg finden, auf die andere Seite des Tors zu gelangen. Danke für den Rat. Auf in den Kampf! Ja, was für Kampf. So, der Punkt ist, genau dafür hebt man sie sicher auf. Nein, nicht bei Schriften, bei Magie. Der Magiefenster irritiert mich total, weil wir so viele Kristalle da haben. Da komme ich nicht direkt drauf, dass hier auch die Spruchrollen sind. Oh, stopp, da müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir das nutzen und dann am Ende geht uns das Mana aus. So Rabenkraut sollte man nicht fressen. Ich glaube, am sichersten ist zwar vielleicht ein bisschen unnötig, so vom Mana-Verbrauch her, aber ich glaube, es ist doch am besten, wenn wir uns die wichtigen, wertvollen Kräuter alle erhalten. Da muss man aufpassen. So, dann kriechen wir hier hindurch. Höchst komplex. So, jetzt ist die Sache. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2. Dahin ist ja mordsmäßig was los. Der Punkt ist, Gorn ist unbesiegbar. Da bin ich mir zu 99% sicher. Das heißt, der rennt da rein wie ein Berserker und schlägt alles tot. Da sind Snapper und Reißer. Das sind keine normalen Razer. Sehe ich gleich, dass es die große Variante davon ist. Gucken wir mal, was hier so geht. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. So, er folgt aber uns, ne? Immer noch, also kein Wechsel von wegen, da in die Menge zu rennen. Aber tatsächlich haben wir hier mehr Gegner, viel mehr Gegner als im Hauptspiel. Also da hat man sich schon nicht lumpen lassen und hier alles vollgepackt mit einem Haufen Viechern. Und gleich geht hier, glaube ich, die Post ab. Wenn ich das jetzt schon sehe, der Gorn mich da so anguckt. Oh ja, da hat er es bemerkt. Lass wir den mal prügeln. Gucken, ob wir die EP ganz normal bekommen. Ja, das habe ich jetzt schwer erkennen können. Aber ich gehe mal davon aus. Also ich. Es wäre ja was Neues, wenn wir da die EP nicht bekommen würden für. Gucken mal. Guck mal, wie groß die sind. Die sehen uns noch gar nicht. Die sind noch weiter hinten. Die wirken nur so riesig. So, mal gucken. Gorn erspäht die Beute und schenkt uns Level ab. Und marschiert jetzt auf die zu. Das Problem ist, ich verstehe das gar nicht. Man kann denen ja, also Diego oder Gorn, man kann denen ja Tränke geben. Wozu? Die sind unbesiegbar und schlagen alles tot. Gegen Reißer hat aber schon seine Probleme. Wir weniger. Wir pumpen die ganz schnell um. Und was die halt gut machen hier, die NPCs, ist halt so ein. Die sind halt so ein richtiger Deckungsschutz. Die fangen alles ab. Zack. So. Was zu erzählen? Oder eher weniger? Oder. Nein? Okay, dann sammeln wir erstmal alles ein. Und wir schauen dann mal, wie es weitergeht hier. Wir haben ja schon einige EP wieder gut gemacht, haben auch ein Level Up. Mehr als 20.000 bis zum nächsten, das ist schon nicht gering und wir könnten 5. Kreis waren glaube ich nochmal 25 Lernpunkte, ja müssen wir schauen, wie wir es dann am besten angehen, aber 5. Kreis müsste mindestens noch drin sein, ich schätze mal im 6. wird uns auch nichts Mieses erwarten, das wäre ja irgendwie sinnlos, aber den 5. Kreis will ich auf jeden Fall noch machen, beim 6. das überlegen wir uns dann noch. Mal schauen, wie wir das dann noch machen wollen mit Stärke und ob es noch bessere Waffen geben wird und sowas. Da ist ja noch nicht alles klar. Kommen wir hier rein? Haben wir dafür schon
Nee, Dietrich bricht beidseitig ab. Das können wir nicht gebrauchen. Den Verschleiß, deswegen laden wir neu und latschen mal hier noch ein bisschen durchs Kloster. Also, ehemals Kloster. Da hinten geht's hoch. Und da hinten haben wir, glaube ich, auch noch eine Höhle. Und da geht's auch noch hoch. Wir gehen erstmal der Reihe nach. Machen wir mal von links nach rechts. Große Tore mit Ork-Statuen vorne dran. Also, die Orks waren auf jeden Fall hier, nachdem die Mönche, ne, also die Fotzenmagier Kaspar da hier waren. Sieht so aus wie ein Podest für irgendetwas. Ach was? Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Ja, das ist keine große Hilfe, dass das mal hier lag, Gorn, aber trotzdem danke. Ja, auf jeden Fall erneut ein leeres Podest. Langsam sind wir es ja gewohnt. Ist ein bisschen schade, dass das... Aber gut, das ist normal. Gorn sagt ja, das war hier mal. Haben wir denn irgendeinen... Nee, das Tor ist offen, ist die letzte Information. Ich glaube, das geht auch eins und allein mit der Fleischwanze. Mit der Fleischwanzenspruchrolle hier. Nur kurz gucken, dass der hier irgendwo runterfällt oder an der Wand kleben bleibt. Das hatte ich allerdings in Dunkle Geheimnisse oder generell auch in Gothic 1 gar nicht so oft. Das ist mir eher in Gothic 2 häufiger passiert, dass ein NPC einfach irgendwie an der Wand entlang klebt und dann aber meint, nochmal zurücklaufen zu müssen, dann verschwindet er auf einmal im Nirvana. Naja. Also gut, wir haben einen Turm, wo wir nicht reingekommen. Wir haben da oben noch ein Plateau mit Harpien und Co. Und da hinten haben wir natürlich eine riesige, riesige Höhle voll mit Snappern. Da freut sich der Gorn, das liebt er. Sind auch nur 4 Stück. Also wirklich gar kein Thema. Ja, mach du das, komm. Aber wenigstens einen Fokusstein sollten wir jetzt mal hier finden können. Aber auf der anderen Seite, so komplex gestaltet ist das... der Klosterkomplex hier, der ehemalige Klosterkomplex ja auch gar nicht. Außerdem haben sie sich hier in Dunkle Geheimnisse wieder was überlegt. Und das Ganze erweitert, aber das... Aber wobei, ausschließen kann ich hier gar nichts mehr. Deswegen bin ich lieber still. Ach, da hinten haben wir so einen Kameraden. Na! Schattenläufer, schon lange nicht mehr gesehen. Muss man ja wirklich mal hervorheben. Lang, lang ist's her. Und hier kann man einfach so rein. Ein Glück. Und wir haben hier 2 Truhen. Ein Alchemietisch, der uns leider nichts bringt. Weil man Alchemie hier nicht so wirklich benutzen kann. Das ist ein bisschen schade. Also man kann hier irgendwie so dran, ne? Aber das hat leider nur Dekorationscharakter. Sieht zwar ganz nett aus. Ist auch alles irgendwie in viel größeren Maßstab als in Gothic 2. Nur leider habe ich keine Ahnung, ob das was bringt. Das sind so die Dinge, die sie leider nicht mehr so zu Ende gebracht haben. Also ich glaube, da wären noch einiges geplant gewesen. Ah, da ist der eigenartige Schlüssel. Für was der wohl gut sein mag. Vielleicht für einen Turm. Und auch der Fokus aus der Klosterruine. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Jo, danke. Darf ich jetzt mein Inventar zumachen? So, die andere Truhe nehmen wir natürlich auch noch mit. Da haben wir noch ein bisschen Kleingram. Dietrich, eine Verwandlung in einen Wolf. Wie gesagt, das Interessante ist ja hier in Dunkle Geheimnisse, hat halt auch Vor- und Nachteile. Die Spruchrollen, die sind massiv viel wert und die... Ja, also von den Runen fange ich erst gar nicht an. Die sind ja komplett maßlos. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass man einen Haufen Geld machen kann, wenn man die verkauft. Auf der anderen Seite ist der Kauf davon umso prekärer. Weil da wird man arm von. So, ist es nicht so, dass jetzt hier noch ein Troll auftaucht in der Schlucht? Was heißt Schlucht? Also hier der Ruine.
Der steht dann irgendwie zentral hier in der Gegend rum. Natürlich, da ist er. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer, wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Ja, Gorn macht keine halben Sachen. Ach, guck mal, was ist das für einer? Zack. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ach! Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Ajo, mach's wohl gut, gell? So, ja, das ist mit dem jungen Troll ist... Warte mal, den konnten wir jetzt noch gar nicht looten. Das hätte ich beinahe vergessen. Schande über mein Haupt. Aber der hat nur ein Trollfeld dabei, weil wir können die Hauer noch gar nicht entnehmen. Eieiei, das habe ich ganz vergessen. Das wird auch dann erst beim Ulumulu wirklich wichtig sein. Trollhauer, Sumpfhaie-Zähne und so ein Gedöns. Also ich glaube, wir hätten die Sumpfhaie problemlos abschlachten können im Sumpflager. Aber naja, egal. Wir haben ja die Möglichkeit noch dazu. Früher oder später. Denn wie gesagt, eigentlich müsste es beim Respawn-System keine Spots geben, die von noch vorhandenen Monstern verdeckt würden, aber ganz sicher bin ich mir nie. Und hier oben hat sich auch ein bisschen was verändert. Denn hier ist ein musikalischer Kristall. Was soll denn das? Und hier haben wir noch ein bisschen Blech rumfliegen. Da nehmen wir doch alles mit. Das ist ja ganz nett, dass die hier ein bisschen was draus gemacht haben. Das gefällt mir ganz gut. Das ist so ein Bogen. Der sieht aus, als würde er was taugen. Also haben wir einen Jagdbogen auf jeden Fall. Na komm, jetzt lass mich doch... Das mit dem... Auf Gegenstände fokussieren ist echt... Also, naja. Was soll ich sagen? Jagdbogen, Juwelenschatulle und... Und? Was bist du? Das ist doch ein gescheiter Bogen. Das sehe ich doch aus 100 Metern Entfernung. Dass der gescheit ist. Ein Hornbogen. Jetzt heb ihn doch auf. Geht doch. Hornbogen. Was ist der Hornbogen? Ist der gescheit? Oder ist das Käse? Der Todbringer brauchen wir ja auf jeden Fall für die Quest. Boah, wie viele Waffen hier rumfliegen. Der Hornbogen ist... Ja, ein bisschen schlechter als der Kriegsbogen, aber... Jetzt nicht per se schlecht, das kann man nicht sagen. Der ist schon ganz okay. Ah, ja, aber sogar noch. Was liegt denn alles an Waffen rum? Also normalerweise ist der Turm hier relativ karg. Aber pff, bin der Letzte, der sich beschwert. Oh, da müssen wir knacken. Aha. Rechts, rechts, links, links. Oh, oh, oh. Dreimal links. Ah, machen wir viermal draus. Und dann nur einmal nach rechts. Dann nach links und dann nach links und dann nach rechts und nach rechts und dann... Ha. Ach, was mache ich denn? Zweimal nach rechts, drei... Ne, viermal nach links, dann einmal nach rechts, zweimal nach links, zweimal nach rechts. Warte mal. So, 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 so. Dreimal nach rechts und dann links und dann rechts und dann... Geht der Spaß von vorne los? Da habe ich mich verklickt. Das war jetzt ein bisschen unpraktisch. Aha, und wieder nach links. Und hier drin haben wir einen Haufen Munition, eine Armbrust, einen Ork-Hetzer. Noch mehr Munition und einen Haufen Tränke. Also, wie gesagt... In Dunkle Geheimnisse gibt es so viel Shit, den man mitnehmen kann, den man aufsammeln kann. Da kriege ich schon wirklich Angstzustände, wie dann der Schläfertempel aussehen muss, damit das hier alles verbraten werden kann. Also die ganzen Ressourcen, die wir hier sammeln. Also da muss ja die Kacke wirklich am Dampfen sein. Hier oben ist auch noch ein Thron.
Ein alter Almanach. Der Gral des Lebens. Hey. Gescheit. Ja, das ist ja im Prinzip genau das, was ich erwähnt hatte, dass ich der Meinung bin, dass wir eben diese Reliquien dann bei den Foki finden können. So, der alte Almanach, was war denn das? Wir haben einen Almanach der Geschicklichkeit, ist es, glaube ich, gewesen. Geist, Geist, Stärke, Stärke, alter Welser. Haben wir irgendwo alter Almanach? Falls nicht, war das, meine ich, magische Formeln, die ist gut, das könnte das Ding hier sein. Oder, nee, Quatsch, das ist, glaube ich, der ganz normale Almanach, also der Hauptquest-Almanach. Ja, genau. Wobei, wir haben gerade EP bekommen. Egal. Kann man lesen, kriegt man ein bisschen EP. So, unbekannten, unbedachter Gedichte-Gedöns. Okay, also gut, das war, glaube ich, der Geschicklichkeits-Almanach. Die haben ja, haben ja quasi die Funktion der Steintafeln, wenn man es mal so in Relation setzen will. So ungefähr deckungsgleich mit denen. Aber das werden wir uns alles erst einverleiben, wenn wir an der Obergrenze von erlernbaren Stats sind. Wobei das bei Geschicklichkeit sowieso nicht passieren wird, weil wir Stärke getrimmt sind. Aber ja, also die Geschicklichkeitsdinger könnten wir eigentlich uns reinschmeißen, aber wir heben alles so lange auf, bis es nicht mehr geht. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir uns nochmal hier oben um, was sich da oben noch alles rumtreibt. Oberhalb des Klosters, des ehemaligen. Und dann, wie gesagt, geht's zu den Schmugglern. Dann holen wir den nächsten Fokus. Und von da aus geht's dann Richtung Bergfestung. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.